Ja, ich sehe, wir sind online. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podium Silesia. Diesmal schon wieder in einem leicht abgewandelten Format. Unser heutiges Treffen über YouTube ausgestrahlt mit zwei Gästen zum ersten Mal. Und eigentlich hätte es an drei nacheinander folgenden Tagen stattfinden sollen, und zwar bei unseren Partnern Gerhard Hauptmann Haus in Düsseldorf am gestrigen Tage. Heute hätte es hier im Oberschlesischen Landesmuseum stattgefunden und morgen eine Veranstaltung in der Martin-Opitz-Bibliothek. Nun haben wir es jetzt zusammengefasst zu einer digitalen Veranstaltung, die auch von unseren beiden Partnern Gerhard Hauptmann Haus in Düsseldorf und Martin-Opitz-Bibliothek in Herne mitbeworben wurde, wofür ich Herrn Professor Halder und Herrn Dr. Thebert meinen Dank aussprechen möchte. Wir befinden uns auch mit unserem heutigen Thema innerhalb der Thematik 100. Jahrestag der Volksabstimmung. Wir haben ja dazu bereits einen Film, eine Filmdoku zum Plebiszit, zur Volksabstimmung in Oberschlesien vor 100 Jahren produziert, gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung und dem Gerhard-Hauptmann-Haus in Düsseldorf sowie dem Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in Oppeln bzw. Gleiwitz. Wir haben auch eine Ausstellung zum Thema gemacht, eine zweisprachige Ausstellung, komplett zweisprachig, Deutsch-Polnisch. Demnächst erscheint der Katalog zur Ausstellung. Da möchte ich Ihnen den Katalog ans Herz legen. Wahrscheinlich in der ersten Maihälfte wird er bei uns über das Oberschlesische Landesmuseum zu erwerben sein. Und wir haben eine Konferenz geplant im Juni, wo zu den bereits genannten Partnern auch noch das Institut für Nationales Gedenken in Katowice hinzukommt, das Museum in Gleiwitz sowie das Zentrum für historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Berlin, sodass ich glaube, wir ein breites Programm haben, um diesen 100. Jahrestag auch zu begehen und ihn auch in Richtung Bildung und Wissenschaft auch publik zu machen. Und heute eben ein Versuch eines Psychogramms, so möchte ich es mal nennen, von zwei herausragenden Persönlichkeiten in der Zeit des Abstimmungskampfes. Auf der einen Seite Wojciech Korfanty, der für die polnische Seite gekämpft hat, politisch und auch dann schließlich militärisch. Und auf der anderen Seite Karl Ulitzka, der sicherlich der einflussreichste oder die einflussreichste Persönlichkeit war in Oberschlesien zu dieser Zeit. Und wir wollen uns diesen Persönlichkeiten heute nähern. Persönlichkeiten, die in der Erinnerungskultur heute sehr verschieden wahrgenommen werden. Während nämlich Wojciech Korfanty in Polen als ein patriotisches Vorbild heute auch sehr stark zu sehen ist. In Film, in Fernsehen, in Schriften, auch auf Karikaturen, auf Graffitis, die sich an Wänden von Wohnhäusern befinden. So ist Karl Ulitzka doch weitgehend in Vergessenheit geraten, auch und zumal in Deutschland. Interessanterweise entsteht momentan in Ratibor ein Film zu Karl Ulitzka, den ich als Kulturreferent für Oberschlesien auch mit unterstütze. Und das ist ein schönes Zeichen, glaube ich, dass man auch in Polen wahrnimmt, dass Karl Ulitzka einer Beschäftigung wert ist. Das soll auch der Vorrede genug gewesen sein. Wir haben heute zwei Experten da, die Ihnen, ich hoffe, von den Fragen, die ich mir überlegt habe, auch beide Persönlichkeiten sehr nahe bringen können. Das ist zum einen Herr Dr. Guido Hitze, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Düsseldorf, also der NRW-Abteilung. Und Herr Guido Hitze hat einschlägig publiziert zu Karl Ulitzka. Ich möchte Ihnen ein Werk zeigen. Das zeige ich jetzt erstmal aus dieser Perspektive. Da sieht man, wie dick dieses Buch ist. Es hat nämlich an die 1500 Seiten. Und es ist eine Biografie zu Karl Ulitzka, aber ich möchte sagen, es ist viel mehr. Es ist de facto eine Geschichte Oberschlesiens in der Zeit um 1900, die Standardwerk ist. Und sicherlich lesenswert, auch wenn sie sehr viele Seiten hat. Auf der anderen Seite aus Katowice zugeschaltet Herr Mirosław Wenzki, Historiker, auch publiziert zu Korfanty und sehr frisch im Thema, weil gerade gestern hat Herr Wenzki im Senat in Warschau einen Vortrag zu Korfanty gehalten.
Ich möchte direkt überleiten in die erste Frage, meine Herren, und vielleicht zunächst mal Herrn Hitze um eine Antwort bitten. Sowohl Korfante als auch Ulitzka sind 1873 geboren, eigentlich mitten im Kulturkampf. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen beiden Persönlichkeiten, aber in ihrer Kindheit oder dem Aufwachsen dann aber auch erhebliche Unterschiede. Während Ulitzka eher in einem ländlichen Milieu im Landkreis Leobschütz geboren wurde und vielleicht doch in einer eher deutschsprachigen Gegend oder wo zumindest die deutsche Sprache stärker vorherrschend war, so ist ja Korfante eher in einem städtischen industriellen Milieu geboren worden, aufgewachsen. Herr Hitze, wie kann man die frühe Kindheit, die Familienverhältnisse und auch die Stellung in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht der Familie Ulitzka beschreiben? Ja, das ist gar nicht so einfach, weil wir da relativ spärliche Quellen haben. Wenn man es zusammenfassen will, was an gesicherten Erkenntnissen vorliegt, dann kann man sagen, er ist in kleinen Verhältnissen aufgewachsen, aber nicht in ärmlichen. Also das war weit weg vom Industrieproletariat oder Landproletariat, wie es damals auch in Oberschlesien weit verbreitet war. Der Vater war Kriegsveteran aus den preußischen Feldzügen gegen Österreich und Frankreich, also 1866, 70, 71, war da auch verwundet worden, hat später an dieser Verwundung auch gelitten, war die letzten Jahre seines Lebens bettlägerig, aber er war eben auch zur Zeit der Geburt der Kinder. Ulitzka hatte noch zwei Geschwister, eine Schwester, eine jüngere und einen älteren Bruder. War in dieser Zeit Landpostagent. Das kann man sich vorstellen als zwar Postangestellten, aber wahrscheinlich in einer kleinen eigenen Agentur. Das bot der Familie ein gesichertes Einkommen, führte auch zu Versetzungen übrigens, auch zu Ortswechseln. Also er ist ja in Jernau bei Leobschütz geboren, aber aufgewachsen schon in Ratibor. Weil es eben ein ländlicher Raum war, hat die Familie sich sehr früh über eine kleine Landwirtschaft eine Existenzgrundlage verschafft, also mit Eigenerwerb von Lebensmitteln und eventuell auch Geflügel, Kleintierzucht. Das ist ungefähr der Rahmen. Ich sagte schon, der Umzug von Jernau nach Leobschütz. Nach Ratibor, ich glaube, man muss dann einfach sagen, dass Ratibor für Oberschlesische Verhältnisse schon fast städtisch war. Also dass er in einer Art Mischverhältnissen aufgewachsen ist. Also es war keine Armut, aber es war kein Reichtum, es war nicht privilegiert, es war nicht rein ländlich, es war nicht rein städtisch. Wichtig ist, glaube ich, dass für ihn, der ein sehr aufgeweckter, intelligenter Junge war, dann auch aufgrund von kirchlichen Empfehlungen, wie das damals so üblich war, der Wechsel aufs Gymnasium stattfand, dass er bezeichnenderweise in Ratibor besuchte. Da war nicht das einzige Gymnasium, was erreichbar war, es war das königlich-evangelische Gymnasium in Ratibor. Und das zeigt also einerseits die intellektuelle Befähigung des Jungen, aber andererseits auch die Grenzen seiner Erwartungen, die er persönlich haben konnte, als junger Katholik aus Oberschlesien mit einem polnisch klingenden Namen, hatte er so gut wie keine Chance auf eine Beamtenlaufbahn. Also er hätte das machen können, was sein Vater gemacht hat und was sein Bruder bis auch gemacht hat. Sein Bruder ist in den Postdienst gegangen und er selber hatte selber auch die Idee zumindest, hat sich dann aber nach dem Abitur in den Wochen zwischen Abitur und Studienaufnahme dann tatsächlich für den Priesterberuf entschieden. Also das war eine der wenigen Optionen, die junge Katholiken damals offen stand, wenn sie sich intellektuell weiterentwickeln wollten und eine akademische Laufbahn anstrebten, dann konnten sie entweder Journalist werden, Arzt oder Geistlicher. Und in Oberschlesien war es dann eben der Weg in das Priesterseminar, wobei ich sicher bin,
dass es sich hierbei nicht um eine Karriereentscheidung gehandelt hat, sondern tatsächlich um eine Berufung. Das heißt also, dafür spricht, dass Ulitzka eben bis zum Abitur und auch im Abitur selber noch angab, das höhere Postfach anzustreben und sich dann umentschieden hat. Und das muss mit einem persönlichen Berufserlebnis zusammenhängen. Ja. Wie sah das bei Korfante aus, Herr Benski? Da war ja die Familie wesentlich größer und der Zusammenhang eben städtisch-industriell auch doch etwas anders. Ja, ich sehe im Fall Korfante ein paar Ähnlichkeiten zu Schicksals- oder Familienverhältnissen von Ulitzka. Da eigentlich ja, stammte Korfante aus einer Arbeiterfamilie, was aber in dieser Zeit die Arbeiterklasse bedeutete. Am meisten waren diese Leute, und das war der Fall in Korfantes, hiesige Bevölkerung, die in Oberschlesien seit Jahrhunderten lebten und höchstwahrscheinlich genau in dem gleichen Ort, also in Sadzawki. Das ist heute Stadtteil von Stadt Siemianowice-Śląskie, Deutsch Laurahütte, die eigentlich ein paar Kilometer von preußisch-kongresspolnischer Grenze entfernt war. Vater und das ist gewiss, dass auch die Großeltern von Korfante, sie waren Bauern. Ich glaube, dass eher arme als reiche, keine Dorfelite, die infolge der Industrialisierung Oberschlesiens sich sozusagen zum Arbeiter umqualifizierte. Also Vater von Wojciech Korfante, Josef, er war zwar Bauer, aber vom Beruf ein Bergmann. Und das ist und das war eigentlich der Schicksal, der auch vielleicht auch für Korfante bestimmt würde, wenn er sich nicht als ein begabter Kind nicht erzeigte. Ja, und konnte seine Schulausbildung fortsetzen. Denn natürlich, Mehrheit der Kinder von dieser sozusagen Mio besuchte nur die achtjährigen oder vielleicht nur einjährige Volksschule. Und damit haben sie ihre Education beendet. Nicht im Fall Wojciech Korfanty, der als ich gesagt habe, sich ein begabter Kind war und vielleicht auch hat eine finanzielle Unterstützung von einem Patron gefunden, die ihm die Fortsetzung der Education erlaubte. Nur deshalb, so kann ich mich vorstellen, konnte er seine Ausbildung fortsetzen und das Gymnasium in Katowice besuchen. Und das ist ein sehr wichtiges Moment seiner Biografie, da die Gymnasien, das war doch die Gymnasien gaben Möglichkeit, noch weiter sich auszubilden und zum Elite aufsteigen, natürlich deutsche Elite. Und Korfante natürlich benutzte diese Möglichkeit, aber es passierte inzwischen etwas, was seinen Weg in andere Richtung richtete. Ja, vielleicht fährst du die Mamira auch mal fort. Also wir wissen ja aus der Psychologie, wie wichtig so diese Kindheit und vor allem Jugendzeit ist, auch für die Identitätsbildung von Personen. Und wir haben hier zwei junge Leute in den 80er Jahren, die einen ähnlichen Weg gehen, die aber auch eine ähnliche, durchaus ähnliche Welt wahrnehmen, also mit der Arbeiterschaft, die sicherlich einen schweren Alltag lebt, ob jetzt Bauern oder eben Industriearbeiter. Welchen Einfluss hatte das auf Korfante, das, was er wahrnahm um sich herum, auf eben die spätere Identitätsbildung? Vor allem müssen wir über diese Bevölkerungsgruppe, von deren
Korfante abstammte, dass diese Leute meistens von sozusagen slawischen oder polnischen Abstammung waren. Ihre Alltagssprache war Polnisch oder ein Dialekt der polnischen Sprache, oberschlesischer Dialekt, sogenannte Gwara. Und meistens waren sie auch Katholiker, wie es damals in Oberschlesien gewöhnlich üblich war. Es hieß aber nicht, dass, obwohl diese Leute polnischsprachig waren, dass sie die polnische Nationalidentität besaßen. Auch Korfanty nicht. Also, er selbst schrieb nach den Jahren, dass er seine polnische Identität erst im Gymnasium entdeckt hatte. Aber seine Eltern, vielleicht Großeltern, sie betrachteten sich als vielleicht polnischsprachige Preußen oder einfach Untertanen der preußischen Königin. Und erst im Gymnasium, das gab das Moment, wann Korfanty, etwas in Korfantys Meinung sich entdeckt hat. Also Korfanty nimmt offensichtlich in gewisser Form eine Diskriminierung der polnischsprachigen Bevölkerung wahr. Das erlebt er offensichtlich auch an seiner eigenen Person in der Schule. Bei Ulicka scheint es ja nicht so gewesen zu sein, Herr Hitze. Wie kann man da jetzt parallel zu meiner Frage an Herrn Wenzki jetzt diese Situation bei Herrn bei Ulicka beschreiben? Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass Ulicka erstens über seinen Vater sicherlich ein nicht so negatives Preußenbild hatte wie manche andere. Also Ulickas Vater Franz war stolzer Veteran, präsentierte auch gerne seine Uniform und seine Orden. Also da denke ich, ist dieses antipreußische Moment zumindest deutlich schwächer als bei Korfantys Familie. Und das Zweite, er besuchte eben das königlich-evangelische Gymnasium in Ratibor. Und ich glaube kaum, dass er in diesem schulischen Kontext polnische Erweckungserlebnisse gehabt haben könnte, sondern eher tatsächlich nochmal eine stärkere Hinführung an das bestehende System. Was die Zeit später betrifft, er hat in Breslau und in Graz studiert, also Theologie. Auch da sind Berührungspunkte zum polnischen Moment, also zur Nationalbewegung, nicht zu erkennen. Und das dritte Moment, was ihn sicherlich geprägt hat, ist die frühe Kulturkampferfahrung. Das mag jetzt erst einmal im Widerspruch stehen zu dem, was ich gerade gesagt habe, mit der nicht prinzipiell antipreußischen Einstellung, aber man muss eben sehen, dass der Kulturkampf in Schlesien zunächst einmal deutsch- und polnischsprachige Katholiken zusammenführte. Also es war eben keinerlei Spaltung, sondern im Gegenteil, das Zentrum, das sich ja erst in diesen Jahren gründete, also in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts gründete, verstand sich als Interessenvertretung aller Katholiken in Schlesien, egal welcher Muttersprache sie seien. Diese Zusammengehörigkeit unter dem Zentrumsbanner Adama Peralski, der ja auch für Korfanty eine große Bedeutung hatte, war ja auch erst ein aktives Mitglied der Zentrumspartei, hat sicherlich dazu beigetragen, dass Ulicka diesen scharfen Kontrast oder gar Konflikt zwischen slawisch-polnischen Einflüssen und der preußischen Hegemonie in der Form nicht wahrgenommen hat, wie es bei Korfanty der Fall war. Das vielleicht nochmal vertiefen. Also beide werden natürlich studieren auch mit natürlich Verwerfungen, vor allem bei Korfanty. Der eine wird Journalist, Publizist, auch sehr schnell Politiker, damit ist Korfanty gemeint, und der andere geht eben diese klerikale Schicht ein, wird geistlicher, aber beide sind von Beginn an hochpolitische Persönlichkeiten. Und wir sind ja in einer Zeit in Oberschlesien, wo es tatsächlich soziale Verwerfungen gibt. Die Arbeiterschaft
hat einen schweren Alltag, einen wesentlich härteren Alltag als beispielsweise im Ruhrgebiet um 1900, auch in der Landwirtschaft. Und da taucht eben bei beiden auch das, die katholische Prägung auf. Nur es gibt dann doch Unterschiede in der Interpretation auch und in dem, was die Kirche eigentlich für die Menschen leisten soll. Wie war das bei Ulitzka, Herr Hitze? Er ist junger Geistlicher, er ist als Geistlicher auch zunächst in Oberschlesien, geht dann nach Berlin, Brandenburg. Korfante ist zur gleichen Zeit ungefähr auch in Berlin. Also die nehmen auch dieses Großstädtische dann auch wahr. Wie entwickelt sich die Persönlichkeit Ulitzkas mit diesen Erfahrungen? Das ist eine sehr spannende Frage. Und ich finde, man sollte nochmal einen Blick drauf werfen, was seine Stationen waren als junger Geistlicher. Also nach dem Studium der Priesterweihe in Breslau wird er zunächst Kaplan in Kreuzburg. Also er bleibt sozusagen in der geografischen Umgebung zunächst für 4 Jahre. Aber, jetzt kommt das große Aber, der Kreis Kreuzburg ist der einzige überwiegend protestantische Kreis in Oberschlesien. Das heißt, er macht in der unmittelbaren Heimatregion Diaspora-Erfahrung. Das ist ein wesentliches Moment. Das heißt, er erlebt, dass also Katholizität, wie er sie kennt, nicht überall gesellschaftliches Leben prägt. Und dann natürlich die Erfahrung, die er in Bernau bei Berlin macht. Also man muss sich ja so vorstellen, er kommt dahin und hat jetzt eine Gemeinde, die in der absoluten Diaspora-Situation ist, noch nur seine eigene Kirche hat. Und das Erste, was der damals 28-jährige Jungpfarrer macht, ist, er beschließt, eine Kirche zu bauen. Und damit haben sie im Prinzip eine sehr interessante Prägung bei ihm, die sich auch durchzieht durch sein ganzes weiteres politische Leben. Er ist dezidiert katholisch. Er ist, wenn man heute würde sagen, katholischer Aktivist. Aber er ist auch Diplomat, weil er weiß, dass sich diese Katholizität in einem anderen Umfeld, als es jetzt die unmittelbare oberschlesische Situation beschreibt, bewähren muss. Das heißt, er ist angewiesen auf Zusammenarbeit, Kooperation mit der preußischen Obrigkeit, mit dem evangelischen Bürgermeister, ja, mit dem protestantischen Kultusminister in Berlin. Das prägt ihn sehr. Gleichzeitig setzt er aber seine Interessen durch. Und das ist bemerkenswert. Also wenn Sie heute nach Bernau fahren, bei Berlin, werden Sie am Bahnhof direkt die katholische Kirche sehen. Und der erste Blick, den der Reisende auf Bernau wirft, ist eigentlich der Kirchturm von Herz Jesu und nicht die alte evangelische Stadtkirche am Markt. Und das war alles Kalkül, ja. Also Ulitzka hat damals tatsächlich diesen Baugrund ausgesucht in Bahnhofsnähe. Er hat diese Kirche gebaut und er hat sie tatsächlich 7 Meter, den Kirchturm 7 Meter höher gestaltet als den der evangelischen Kirche. Wenn auch unter Zuhilfenahme eines überdimensionierten Kirchkreuzes, Kirchturmkreuzes. So. Er war sich sehr bewusst, welche Symbole er auch setzen konnte, aber er hat es eben nicht aggressiv getan. Er hat es versucht, in Kooperation mit der Obrigkeit und den kirchlichen Behörden hinzubekommen und dadurch ein gewaltiges Charisma auch entwickelt. Also dass die späteren Vorzüge, die er als Politiker aufwies, die hat er in Bernau sozusagen im Pfarrdienst sich erworben oder sie weiter ausgeprägt. Und dann ist er 1910 nach Ratibor zurückversetzt worden, hat die Pfarrei Altendorf übernommen. Und das vielleicht noch zur Biografie. Damit wird er auch politisch. Denn er ist nicht nur Pfarrherr, ja, also das ist eben noch was anderes als Pfarrer, sondern er ist Pfarrherr, hat also auch bäuerlichen Grundbesitz, hat auch Verfügungsgewalt über Pferde und Großvieh. Ja, also das ist eine sehr interessante Konstellation. Und gleichzeitig wird er Mitglied der Zentrumsfraktion im Stadtrat. Sie müssen sich vorstellen, Ratibor hatte bis dato eine konservative, nationalliberale Mehrheit und ihm gelingt es innerhalb von 3 Jahren, diese Mehrheit umzudrehen in eine Zentrumsmehrheit, ja, auf kommunaler Ebene. Das zeigt eindeutig,
Er sieht sich hier als, zumindest als auf der Kommunalebene, als Vertreter des katholischen Lebens, das weit über die Kirche hinausgreift. Er trainiert und übt sich in politische Gremienarbeit ein. Er entwickelt eine Durchsetzungsfähigkeit und er rückt auch zunehmend in das Bewusstsein der Zentrumsführung, zumindest in Breslau, weil an ihm hängt dann zum Beispiel auch die Aufstellung der Reichstagskandidaten im Wahlkreis Oppeln. Das spielt ja so vor dem Ersten Weltkrieg schon eine wichtige Rolle. Also hier zeigt sich schon eine gewisse, ein gewisser Unterschied in den Persönlichkeiten. Also dieser Politiker hat als diplomatisch auch und geschult durch die Erfahrungen, die er macht, verortet. Cofante macht sehr schnell Karriere, aber eigentlich nicht auf diplomatische Art und Weise, sondern weil er als begnadeter Redner und auch doch, sehr forsch seine politische Karriere vorantreibt. Wie könnte man das auch beschreiben, Herr Wenzki-Biereck? Naja, vielleicht später war Cofante Diplomat während der schlesischen Aufstände, aber in seinen frühen Jahren als Politiker, er war als sehr charismatischer Politikbetrachter. Aber woher kommt das? Ich glaube, dass wir es schon in seiner Schulzeit sehen können, also schon im Gymnasium. Du hast doch gesagt, dass es waren die deutschen Lehrer, die Cofante dazu bewegten, um seine polnische Identität zu suchen. Ja, er schrieb in seinen Erinnerungen, dass die deutsche Lehrer im Gymnasium sich beleidigend über polnische Sprache äußerten und das machte ihm einfach neugierig, was das sollte ihm neugierig machen, was diese polnische Sprache war. Und tatsächlich schon im Gymnasium wurde er Mitglied von verschiedensten polnischen Kreisen, die sich mit Pflege der polnischen Kultur, der polnischen Sprache beschäftigten. Also wir können jetzt schon im Gymnasium über jugendlichen Trotz reden, was und dieser Trotz war für Cofante auch später charakteristisch. Er hatte sogar im Gymnasium Probleme wegen seiner polnischen Aktivität. Er wurde sogar nicht zum Abitur zugelassen. Was störte ihn aber nicht, später in Breslau oder in Berlin studieren. Aber in beiden dieser Städten verband er sich mit ähnlich denkenden polnischen Studenten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Noch in diesem Jahr, in seinen Universitätsjahren, suchte er noch an seine nicht nationale, sondern politische Identität. Er hatte Kontakte mit Sozialisten sowie auch mit Leuten, die mit polnischen Nationalbewegung, sogenannte Nationale Liga von Roman Dmowski verbunden waren. Und letzten Endes genau mit diesen Leuten hat er seine ersten Jahre seiner Karriere verbunden. Diese Leute hat ihm als seine Kandidat zum Reichstagswahl in Oberschlesien 1903 gestellt. Diese starke polnisch-nationalistische Parole wurde sogar nicht gegen sogenannten Hakatisten gerichtet, sondern gegen Zentrumspartei, als Herr Dr. Hitze sagte. Die polnische Nationalbewegung betrachtete Zentrum als wichtigster Gegner deshalb, weil traditionell die polnische Oberschlesier Zentrumspartei unterstützten, wie Napieralski. Ja. Deshalb, wenn schon in den ersten Jahren seiner Karriere
griff Korfante Zentrumspartei sehr stark an und auch dadurch die katholische Kirche. Das sind seine Parole schon in den Reichstagswahl, aber immer mit Sozialfragen verbunden. Als Arbeitersohn konnte er gut Probleme der oberschlesischen Arbeiter verstehen und benutzte das zu seinem Wahlpropaganda. Siegreich im Jahre 1903. Da würde ich vielleicht direkt mal anschließen wollen, weil er ist ja dann wirklich vor dem Ersten Weltkrieg bereits Reichstagsabgeordneter. Er tritt der polnischen Fraktion bei. Bei Ulitzka, also werden wir gleich noch hören, ist es ja erst nach dem ganzen Geschehen in Oberschlesien mit dem Plebiszit, mit der Volksabstimmung. Wenn man das jetzt auf die Reden von Korfanty projiziert, was thematisiert Korfanty in dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich in seinen Reden im Reichstag? Weil die sind ja protokolliert. Ja. Wie kann man da seine politische Position anhand dessen ausarbeiten? Das war immer das Gleiche, die Polenfrage. Die Rechte von Polen. Oberschlesien aber nicht nur. Denn wir nicht vergessen sollten, dass er im Jahre 1904 zum preußischen Landtag gewählt wurde, aber nicht aus Oberschlesien, sondern aus Großpolen. Posen. Also, ja, also er betrachtete diese Rechte von Polen als gemeinsame Sache der allen polnischen Bewohner Preußens. Nicht nur aus Oberschlesien, sondern auch aus Großpolen oder aus Pommern. Und deshalb wurde er bekannt. Er stellte sich als ein Fürsprecher der polnischen Bevölkerung dar. Er weckte sogar eine ziemlich große Beunruhigung zwischen deutschen Reichstagsabgeordneten. Auch deshalb, weil er oft die soziale Fragen bewegte. Das machte er vor dem Ersten Krieg und auch später, schon in den Jahren des Krieges. Herr Hitze, hat eigentlich oder ist bekannt, ob Karl Ulitzka sich zu Korfanty in irgendeiner Weise geäußert hat? Er hat ihn sicherlich wahrgenommen, er wusste, wer er ist, er hat ihn verfolgt. Karl Ulitzka war ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dieser politischen Ebene anzutreffen. Sie haben es gerade angedeutet, im Stadtrat, er in der lokalen Politik auch beschäftigt. Aber er hat sicherlich auch auf das, was Korfanty im Reichstag gesagt hat und das, was Korfanty in den Zeitungen geschrieben hat, in seiner publizistischen Tätigkeit, sicherlich wahrgenommen. Und er musste ja irgendwo auch, zumindest in seiner Parochie, in seiner Pfarrgemeinde, ja auch irgendwo Antworten finden, die sich eben Korfantys Lösungen sozusagen entgegenstellten. Ist da was zu bekannt und kann man das irgendwie rekonstruieren? Nein, ich glaube, Ihre Annahme ist nicht richtig, Herr Skabania, weil Korfanty war für Ulitzka kein Thema. Also bis 1918, 19 war das kein Thema. Er war für ihn sicherlich bekannt, also das ist unbestritten. Man hatte ja auch die Wahlauseinandersetzung bei den Reichstagswahlen, übrigens 1912 mit einem deutlichen Abfall der polnischen Stimmen, also das ein deutlicher Rückgang. 12 ist die Wahl, wo die Sozialdemokraten besonders stark werden und die polnische Partei deutlich einbüßt. Also man kann da übrigens auch nochmal einen Zusammenhang zwischen der sozialen Frage und der nationalen Wahlentscheidung, wenn man so will, herstellen. Aber das war nichts etwas, was Ulitzka persönlich irgendwo berührt hätte oder betroffen hätte, weil auch die Situation in Ratibor eine völlig andere war als in Ostoberschlesien. Also oder im Industriegebiet. Die bäuerlich-katholische Bevölkerung in Ratibor blieb zentrumstreu. Egal, welche Muttersprache gesprochen wurde. Und man muss auch sagen, dass im Raum Ratibor der polnische Dialekt eine Minderheitensprache war. Es war nicht die Mehrheitssprache. Und man konkurrierte auch noch mit dem mährischen
Also es war multiethnisch, ja, und mehrsprachig, aber es war nicht so wie in östlichen Regionen Oberschlesiens, wo das Polnische nun eindeutig überwog. Also es waren andere sprachliche, andere kulturelle, andere soziale Verhältnisse. Die Konfrontation mit Korfanty als Person und als politischem Gegner, die kommt erst nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, der Erste Weltkrieg geht mehr oder weniger an Oberschlesien vorbei. Also Oberschlesien ist zumindest nicht irgendwie Frontlinie. Nach dem Krieg zerfallen die Monarchien, neue Staaten entstehen als Nationalstaaten. Polen entsteht wieder und hat an allen seinen Grenzen Grenzkonflikte, weil der Staat nach seiner Form, nach seiner geografischen Form, geografisch-politischen Form sucht. Dann kommt es eben auch zu den geopolitischen Erwägungen der Alliierten, was Oberschlesien angeht, also ob Oberschlesien Polen zugesprochen werden soll, weil das ist ja die Forderung auch von Korfanty und der polnischen Delegation in Paris. Infolgedessen wird ja werden Plebiszitkommissariate eingerichtet in Oberschlesien, ein deutsches und ein polnisches Kommissariat. Herr Hitze, wieso wird Ulicka nicht Plebiszitkommissar auf deutscher Seite? Ja, man muss erst mal sagen, er war dazu gar nicht geboren, sondern er betritt auf einmal die Bühne Oberschlesiens, auch die politische Bühne Oberschlesiens im Dezember 1918. Man kann auch sagen, er putscht. Ja, also sein Stern geht auf mit einem Putsch gegen die Zentrumsparteiführung in Breslau. Auf einer Parteiversammlung im Dezember 1918 erklärt er die oberschlesische Parteisektion für selbstständig und nicht mehr gebunden an die Beschlüsse von Breslau. Und die Versammlung wählt ihn dann noch zum provisorischen Vorsitzenden der neuen katholischen Volkspartei. Also es bleibt zwar bei umgangssprachlichen Begriff des Zentrums, aber die Partei heißt offiziell Katholische Volkspartei und lässt sich von Breslau nichts mehr sagen. Das ist erstmal eine Reaktion auf das, was man der Zentrumsführung in Breslau nämlich vorwarf seitens der Oberschlesier, dass sie die soziale Frage vor 1914 aus den Augen verloren hatte und in dem Versöhnungskurs gegenüber der preußischen Kulturpolitik und des preußischen Staates, also dieser Interessenverbund zwischen deutsch- und polnischsprachigen Oberschlesiern aufgekündigt hätte. Und das ist für Ulicka die Begründung, warum er sagt, weil Breslau vor dem Krieg versagt hat, können wir jetzt nicht mit Breslau weiterarbeiten, sondern müssen unsere Interessen sozusagen in die eigene Hand nehmen. Und erst mit dieser Maßnahme gewinnt er die Schlüsselfunktion für diejenigen in Oberschlesien, die den Anschluss an Polen nicht wollen. Ich sage das bewusst in der negativen Abgrenzung, denn die Ablehnung des Beitritts zu Polen heißt noch lange nicht, dass alle einen Verbleib bei Deutschland befürworteten, sondern es gab auch eine starke Freistaatsbewegung, die sagten, wir werden einfach neutral zwischen beiden Nationen uns organisieren. Und Ulicka muss erstmal diese Freistaatsbewegung unter Kontrolle bekommen, drängt sie dann im Jahr 1919 allmählich aus dem Zentrum heraus und wird dann zum großen Wortführer der Autonomiebewegung. Das heißt, also sein Programm ist ein eigenes Land Oberschlesien im Verbund des Deutschen Reiches, aber eben losgelöst von Preußen und auch von Niederschlesien. Und das ist sein Programm und mit dem Programm wird er auch gewählt in die Nationalversammlung. Also ab Januar 1919 ist er auf derselben Ebene angekommen, die Korfanty bis dato innehatte als Mitglied des Alten Reichstages. Und er wird auch sehr schnell zum Wortführer der oberschlesischen Abgeordneten. Und als dann das Plebiszit vor der Tür steht, als die Kommissariatsstrukturen geschaffen werden, ist er der geborene Vertreter Deutschlands und wird auch vorgeschlagen. Auch die anderen Parteien tragen ihn mit, also abgesehen von der USPD, die so eine Sonderrolle spielt, wird er allgemein akzeptiert, wenn auch bei den konservativen Monarchisten mit Vorbehalten, aber die werden zurückgestellt. Aber wer ihm
die Akkreditierung verweigert, ist die Italienische Kommission, also mit persönlich General Deron, der sich mit weniger, mehr oder weniger überzeugenden Argumenten einer Berufung Uliszkas verschließt. Und man geht sicherlich nicht zu weit, wenn man vermutet, dass dahinter auch Cofanti zu suchen ist. Er hatte von vornherein ein sehr enges Verhältnis zu Deron. Und die Einschätzungen des französischen Generals zu den Verhältnissen Ruhrschließen kamen sehr, sehr oft und sehr stark von Cofanti. Und Cofanti hatte kein Interesse daran, dass ein populärer Geistlicher, der mit der Autorität der katholischen Kirche auch noch ausgestattet war, eine herausragende offizielle Position auf der deutschen Seite einnahm. Und deswegen ist diese Entscheidung Derons sicherlich nachvollziehbar, was dazu führte, dass der eigentliche offizielle Vertreter der deutschen Seite dann Kurt Urbanek wurde. Ein sehr tüchtiger Mensch und Mann, auch des politischen Katholizismus, aber lange nicht mit dem Charisma ausgestattet, was Uliszka hatte. Vielleicht eine Nachfrage. Sie haben natürlich jetzt auch gezeigt, dass dieser Regionalismus von Uliszka auch irgendwo hier zum ersten Mal so politisch auch fassbar wird. Wie lange hält er eigentlich an, dieser Regionalismus? Mindestens bis zum Ende der Weimarer Republik. Man muss da nachher noch was sagen zum Autonomie-Plebiszit von 1922. Und da gibt es übrigens eine große Übereinstimmung mit Cofanti. Also wir werden nach 1922 viele Ähnlichkeiten zwischen beiden im politischen Bereich wiedersehen. Und die Einschätzung, dass Oberschlesien durch seine besonderen Verhältnisse und Prägungen eigentlich weder in das polnische noch in das deutsche Staatsmodell so ohne weiteres hineinpasst, sondern eine Sonderrolle beanspruchen sollte und sich gegen Fremdbestimmung wehren sollte, die ist beiden Politikern zu eigen und wird auch von beiden versucht, sowohl vor dem Plebiszit wie auch danach in die Realität zu übertragen. Und bei Uliszka wird es dann später zu einem Kompromiss kommen, das heißt, die bundesstaatliche Autonomie wird er nicht durchsetzen können, aber er wird die erweiterte Provinzialautonomie innerhalb von Preußen durchsetzen können. Also die Teilung Schlesiens, Nieder- und Oberschlesien, ist sicherlich sein Hauptwerk und Verdienst. Also diese regionale Konzentration, die ist sicherlich beiden zu eigen. Also da würde ich sagen, gibt es absolute Übereinstimmung. Herr Wenzki, am 25. Oktober kommt es ja zu Cofantes berühmter Reichstagsrede, wo er eben fordert, dass auch die polnischen Kreise, so nennt er es, die polnischen Kreise Ober- und Mittelschlesiens und natürlich Posen und Westpreußen und Teile Ostpreußens an Polen kommen. Er ist praktisch wieder da, nachdem er für ein paar Jahre verschwunden ist, politisch gesehen, und wird auch Plebiszitkommissar auf polnischer Seite. Mit welchen Argumenten versucht er eigentlich, die Bevölkerung in Oberschlesien davon zu überzeugen, die Stimme bei der Volksabstimmung für Polen abzugeben? Bevor ich auf die letzte Frage beantworte, möchte ich noch ein paar Worte über diese berühmte Rede, die Sie erwähnt hatten, sagen. Das ist 25. Oktober, ja, also kurz vor dem Ende des Krieges. Ja, natürlich stellte er damals vor die Forderungen, dass auch Oberschlesien Teil Polens werden sollte. Was ist aber aufmerksam? Er sagte diese Worte noch als deutscher Politiker, ja, Mitglied des Reichstags. Ich frage mich aber, an wen diese Worte gerichtet wurden. Ob sollte sie auf deutsche Politiker Einfluss machen oder mehr um den Cofanti als einen polnischen Politiker da um
Ach, entschuldige. Sich zu zeigen oder sich das sich zu zeigen, sich Position zu erspielen. Die Position als polnischer Politiker in Polen zu gewinnen. Dann kurz danach verließ er Berlin und kommt nach Posen. Und dort spielt er sehr wichtige Rolle. Er ist ein der Kommissare der polnischen Nationalvolksrat. Die Rolle, die ihm als einen der wichtigsten polnischen Politiker der damaligen Zeit macht. Aber, und nicht auf Oberschlesien, nicht nur auf oberschlesischen Ebene, sondern ich sage allgemein in Polen als einen allgemein in Polen bekannter Politiker in Posen ist er Einführer der großpolnischen Aufstandes. Das ist auch eine wichtige Erfahrung als Verwalter einer großen Organisation. Das ist der Grund, ich glaube, weil er später zum polnischen Plebiszit-Kommissar ernannt wurde. Und natürlich seine Arbeit als Kommissar fängt er im Februar 1920 an. Aber tatsächlich die Plebiszitpropaganda wurde schon ein paar Monate früher angefangen. Welche Parole? Naja, die Polen natürlich versuchen, auch die oberschlesische Bevölkerung zu überzeugen, dass sie ethnische Polen sind. Aber vielleicht sehr wichtige Rolle spielten auch die Parolen, die sich zum Wirtschaftssituation in Deutschland, auf diese Wirtschaftssituation in Deutschland berufen. Und besonders die Wirtschaftssituation von Deutschland nach dem verlorenen Kriege. Es gab diese Frage der Reparationen, die Deutschland an Weltmächte wie Frankreich oder England zählen musste. Das war auch ein Argument an Oberschlesier, da sie nicht den Schuld für den verlorenen Krieg und nicht die Kosten vor allem tragen müssen. Also diese zwei Richtungen der Propaganda. Die Oberschlesien sind Polen, sie sprechen die polnische Sprache, also das ist ein Beweis dafür. Und zweite, diese wirtschaftliche Fragen. Und natürlich, man versuchte auch die Preußen zu augen als die Henker der oberschlesischen Bevölkerung. Das war als auch ein Angriff gegen die deutschen Eliten. Das waren die wichtigsten Felder der polnischen Propaganda. Ja, diese Propaganda war ja wirklich sehr, sehr hart geführt mit harten Bandagen. Bis ins kleinste Dorf wurde praktisch Propaganda gebracht und die Menschen, teils auch innerhalb der Familien, sind ja da in unterschiedliche Richtungen eingeschlagen worden. Es kam zu Streit, es kam zu Gewalt. Also wir haben ja nicht nur die Aufstände als Gewaltmomente zu dieser Zeit in Oberschlesien, sondern die Gewalt war alltäglich, weil sie auch von dieser Propaganda von beiden Seiten auch forciert worden war. Herr Hitze, Karl Ulitzke hat sicherlich in diese Propagandagerbe nicht mit eingeschlagen, aber wie versuchte er eigentlich Einfluss zu nehmen auf die Bevölkerung, dass sie eben nicht für Polen stimmt? Ja, es ist nicht so, dass er keinen Einfluss auf die Propaganda genommen hätte. Das kann man nicht sagen. Nur seine Propaganda war eine andere, ja, als sie vom Reich oder von Preußen erstmal vorgegeben wurde. Vielleicht muss man mal grundsätzlich ein Missverständnis hier ausräumen. Ulitzka und Kofanti sind sicherlich die beiden Gesichter rückblickend der Aufstandszeit und des Plebiszits in Oberschlesien. Also das Gesicht der deutschen Seite und das Gesicht der polnischen Seite. Aber sie sind keineswegs auf direkte Kontrahenten oder arbeiten auf Augenhöhe. Die polnische Abstimmungsorganisation war wesentlich stringenter, war wesentlich besser organisiert als die deutsche.
die total zersplittert war und die von einem permanenten Misstrauen geprägt war zwischen den preußisch-protestantischen, aber auch preußisch-sozialdemokratischen Eliten und den katholischen Funktionären vor Ort. Und Ulitzka hatte große Mühe, seine Linie erst einmal in Berlin überhaupt akzeptabel zu machen. Es gibt eine berühmte Rede von ihm, die nicht ganz so berühmt ist wie die von Kofanti im Reichstag am 2. Januar 1920 in Katowice, die eine Art Musterrede ist, weil sie alle programmatischen Inhalte enthält, die Ulitzkas Propaganda ausgezeichnet haben. Und man kann da sehr schön nachzeichnen, was er den Oberschlesern verspricht. Er verspricht ihnen die kulturelle Autonomie, die politische Selbstbestimmung, sozialen Aufstieg und Freiheiten, kulturelle Freiheiten für Kirche und Katholizismus insgesamt gegenüber der preußischen Fremdbestimmung, übrigens auch im sprachlichen Bereich. Das heißt also, kulturelle Autonomie heißt hier eben auch freie Betätigung der polnischen Sprache, polnische Sprache, wo es der Bedarf ist als Unterrichtssprache in den Schulen, polnische Sprache natürlich im kirchlichen Bereich, im Religionsunterricht, in der Sakramentenlehre, im Gesang, in der Predigt, das alles versprach er. Man kann daran erkennen, dass eigentlich dass er erkannte, wo der Hauptnerv der polnischen Propaganda lag. Es war nämlich weniger das Nationale an sich, sondern es war die Dichotomie zwischen der preußisch-protestantischen Fremdherrschaft, der Behaupteten, und der katholischen Selbstbestimmung. Und die polnische Option war, kommt ihr zur Mutter Polen, dann habt ihr alle kirchlichen und kulturellen Freiheiten. Und das Ansinnen von Ulitzka war eben zu sagen, dafür braucht ihr den Wechsel nach Polen nicht. Den organisieren wir euch auch im Rahmen des Deutschen Reiches, weil wir dafür kämpfen, dass ihr die entsprechenden Autonomierechte bekommt. Und so kann man nochmal verstehen, warum die Autonomie eigentlich das zentrale Hauptargument im Abstimmungskampf des Zentrums war. Nicht der preußischen oder deutschen Seite insgesamt, aber des Zentrums. Und vielleicht noch zum Aufbau des Apparats ein, zwei Bemerkungen. Der eigentliche Gegenspieler oder die eigentlichen Gegenspieler von Korfanti, der nun viele Funktionen in sich vereinigte, war eben nicht Ulitzka. Es war vielleicht der gefährlichste. Ulitzka war vielleicht der gefährlichste Gegenspieler von Korfanti aus seiner Sicht, aber nicht der auf Augenhöhe, sondern es war Hans Lukaschek. Das war der Vorsitzende des Deutschen Ausschusses, der in Breslau alle politischen und Propagandaaktivitäten koordinierte. In enger Abstimmung mit den Reichsbehörden, und es war Karl Spieker, das war der Staatskommissar für den Erhalt der öffentlichen Ordnung, der preußische Staatskommissar. Spieker war der deutsche Korfanti eigentlich. Das muss man sagen in dieser Zeit, weil er organisierte die Propaganda, finanzierte sie auch, ging hin, gründete Zeitungen, kaufte Zeitungen auf. Also steuerte auch die Agentenringe, ja, die es gab. Er antwortete auf Attentate mit Gegenattentaten. Also es war eine Mischung aus Geheimdienstchef, Propagandachef und Organisationschef, ja, ohne dass Spieker jemals offiziell in Erscheinung trat. Also das ist vielleicht auch noch so eine Besonderheit dieses oberschlesischen Abstimmungskampfes, dass vieles eben im Geheimen und Inoffiziellen ablief, vor allem auf der deutschen Seite, während Korfanti sehr schnell für alles verantwortlich gemacht wurde, sowohl in Polen wie auch in Deutschland. Wir wissen ja heute, dass es auch nicht so war in dieser Reinheit, aber die Machtfülle, die Korfanti behauptete und die ihm auch zugeschrieben wurde, hat auf deutscher Seite nicht eine einzige Person in sich vereinigt. Ja, es kommt ja dann zur Volksabstimmung, die bekanntlich mit knapp 60% für Deutschland und 40%, was mehr als 40% für Polen endet. Und wenige Wochen danach kommt es zum dritten schlesischen oder polnischen Aufstand
je nachdem, aus welcher Perspektive man das jetzt bezeichnen würde. Auch da gibt es ja immer wieder Streit, was die Begrifflichkeiten angeht. Und hochinteressant ist hier vielleicht die Frage, wie eigentlich so der Verlauf der letzten Tage vor dem Aufstand war. Also wie ist es überhaupt zu dem Befehl zum Aufstand auch gekommen? Und da vielleicht zunächst einmal die Frage an den Herrn Wenzki. Also Korfanty gilt ja als jemand, der sowohl beim Aufstand in Großpolen, in Posen, ja eher Zurückhaltung geübt hat. Er wollte keine militärische Lösung dort sehen. Auch bei dem ersten Aufstand in Oberschlesien und beim zweiten ist es ja eher Korfanty, der versucht, die polnische Militärorganisation ein wenig zurückzuhalten, weil er politische Probleme befürchtet bei solchen Aufständen. Aber dann kommt es eben zu diesem dritten Aufstand und der wird ja Korfanty zugeschrieben, dass er sozusagen den Befehl und auch das größte Mandat dafür hatte, um diesen Aufstand in die Tat jetzt umzusetzen und zuvor den Generalstreik. Ist Korfanty für den dritten Aufstand verantwortlich? Naja, diese Frage ist schwer, als man sich vorstellen kann, zu beantworten. Tatsächlich ist Korfanty allgemein in Polen mit schlesischen Aufständen assoziiert, der eigentlich ein Gegner der Militäroption in Oberschlesien war, auch in Großpolen, als gesagt wurde. Wir müssen aber nicht vergessen, dass als Plebiszitkommissar Korfanty realisierte auch die Politik des polnischen Staates. Ich zweifle also, dass er solche Kompetenzen hatte, um selbstständig diese Entscheidung zu treffen hatte. Es musste mit polnischen Behörden vereinbart werden, besonders dass mit dem dritten, dass der dritte Aufstand ein großes Risiko mit sich potenziell mit sich tragen könnte. Dabei besonders wichtige Frage war, wie werden die Franzosen die große Unterstützung für polnische Oberschlesien-Politik leisteten, reagieren, wenn man in Oberschlesien mit dem dritten Aufstand anfangen würde. Noch ein paar Jahre nach dem dritten Aufstand gab es im sogenannten polnischen Lager streiten, wer war für den Aufstand verantwortlich. Okay, generell können wir dem Korfanty dieses Befehl zuschreiben, aber er konnte das selbst nicht machen. Vielleicht in einem Moment konnte die polnische Regierung in Warschau ihm diese Möglichkeit geben. Er war doch in Oberschlesien, er konnte die Situation direkt bewerten und natürlich auch ihm die Militärstrukturen, polnische Militärstrukturen in Polen untergegeben wurden. Also letzten Endes, er hat das Befehl. Ich bin aber überzeugt, dass es ohne Erlaubnis von Warschau nicht geschehen könnte. Herr Hitze, hat da vielleicht neben Warschau noch jemand eine Rolle gespielt bei dieser Entscheidung? Ja, Herr Wenzki hat es schon sehr treffend umschrieben. Also Korfanty ist sicherlich der Kopf des dritten Aufstandes, aber er ist nicht alleine der alleinige Befehlshaber oder Auslöser. Aber vielleicht gehen wir ganz kurz mal zum zweiten Aufstand zurück. Ich erwähne ihn deswegen hier, weil es das einzige unmittelbare Zusammentreffen ist zwischen Ulicka und Korfanty, was dokumentiert ist. Der zweite Aufstand im August 1920 war offiziell eine Reaktion auf deutsche Ausschreitungen bei einer antifranzösischen Demonstration in Katowice. Es spricht vieles dafür, dass auch dieser Aufstand schon länger vorbereitet war, übrigens gegen den Willen Korfantys.
Aber er hat sich dann an die Spitze der Bewegung gesetzt, sozusagen, um die Kontrolle zu behalten. Und jetzt kommt es eben zu einer sehr interessanten Entwicklung, da die Deutschen keine gleichwertige militärische Option besitzen, schaltet sich Ulitzka ein gegen jede Ordnung sozusagen. Er hat kein Mandat dafür, aber er tritt jetzt in Erscheinung und bietet Kofanti Friedensgespräche an. Und tatsächlich werden die dann geführt in der Sakristei der, einer Gleiwitzer Kirche. Und Kofanti und Ulitzka einigen sich dann auf den Rahmen, die Rahmenbedingungen eines Waffenstillstands, ohne Beteiligung der Interalliierten Kommission, ohne Beteiligung der polnischen oder deutschen Regierungsstellen. Das wird dann Ulitzka übrigens zum Vorwurf gemacht in Berlin. Er hätte eigenständig und eigenmächtig gehandelt und viel zu viel Konzessionen gemacht. Aber Ulitzka verteidigt sich und sagt, es war ja ein allgemeines Chaos, es gab überhaupt keine Regierungshandeln mehr, die Interalliierte Kommission hat nichts getan. Ich musste, um die unmittelbarsten Exzesse und Gefährdungen der Menschen zu beenden, mit Kofanti verhandeln. Ich will nicht ins Detail gehen, aber die Verhandlungen sind von Kofanti dann entsprechend auch propagandistisch ausgenutzt worden. Also er hat sich gegen einige Absprachen dann hat er verstoßen, aber am Ende ist das dann so exerziert worden, wie verhandelt. Nur in der historischen Forschung wird es nicht wahrgenommen, dieses Zusammentreffen, sondern Léron hat später die beiden Plebiszitkommissare aufgefordert, nach Beuthen zu kommen und offiziell das von Ulitzka und Kofanti ausgehandelte Abkommen als ein Vermittlungsversuch der Interalliierten Kommission dann ausgegeben, was dann mit der offiziellen Unterschrift der beiden Plebiszitkommissariate ratifiziert wurde, sodass also offiziell die Interalliierte Kommission gewesen ist und Kofanti und Urbanek, die das Abkommen unterzeichnet haben. Es war aber in der Tat ein Alleingang von Ulitzka und die einzige persönliche Begegnung in dieser Zeit, die zwischen beiden stattgefunden hat. So, und jetzt zum dritten Aufstand. Der ist in der Tat einer, den Kofanti sorgfältig vorbereitet hat. Und man muss auch wissen, warum. Es war ein Unternehmen, was sich nicht gegen das Deutsche Reich richtete, sondern es war ein Unternehmen, was sich richtete gegen die Grenzziehungspläne von Briten und Italienern, weil man befürchtete, dass beide eine Lösung durchsetzen könnten, die Polen stark aus ihrer Sicht benachteiligen würde. Also nur etwa 25% des Abstimmungsgebietes sollten an Polen fallen nach den britisch-italienischen Plänen. Das war für Kofanti inakzeptabel. Und der Aufstand sollte also unterstreichen, dass es ein vitales Interesse der oberschlesischen Bevölkerung gäbe, in einer großen Zahl von 70% etwa der Bevölkerung des Territoriums zu Polen zu kommen. Kofanti hat vorher eine Grenzlinie ziehen lassen und also dann die Einheiten auch entsprechend aufmarschieren lassen. Dieser Fakt ist allgemein bekannt und anerkannt, aber was die Quellen auch sagen, ist, dass Kofanti nicht nur abhängig war vom Eingeständnis oder vom Zugeständnis der polnischen Regierungsstellen, sondern noch mehr vom Verhalten der Franzosen. Und hier scheint vieles dafür zu sprechen, dass Kofanti tatsächlich von Léron die Aufforderung bekam, loszuschlagen. Das heißt nicht, dass die Idee von den Franzosen kam, aber es den Franzosen sehr recht war, dass es solche Überlegungen auf polnischer Seite gab und sozusagen die Erlaubnis loszuschlagen gar nicht so sehr aus Frankreich, nicht so sehr aus Warschau kam, sondern tatsächlich von Léron. Jan Lewandowski hat in seinem Kofanti-Buch diese Szene sehr eindrücklich beschrieben. Und sie macht auch Sinn, wenn man das sich vorstellt. Die Optionen Frankreichs waren darauf gerichtet, dass man 1921 gerne das Ruhrgebiet besetzt hätte. Man hatte aber keinen Hebel dazu. Und wenn das oberschlesische Industriegebiet nach der Abstimmung jetzt nun vollständig an Polen gefallen wäre, hätten die Deutschen nur zwei Optionen gehabt. Sie hätten militärisch vorgehen müssen, also mit der Reichswehr gegen den polnischen Vorstoß. Und das hätte aber sofort
die Wiederaufnahme des Krieges bedeutet, also offiziellen Einmarsch der Franzosen im Westen. Oder aber sie hätten erklärt, dass sie Reparationen nicht zahlen könnten, die ihnen auferlegt waren durch den Verlust des Oberschlesischen Industriegebietes. Und das hätte auch wiederum den französischen Einmarsch legitimiert, nämlich das, was 2 Jahre später in der Ruhrkrise dann gemacht wurde, die Besetzung der produktiven Pfänder, wie man das damals nannte. Also beide Optionen waren mit einem polnischen militärischen Vorgehen Oberschlesien verbunden. Und so macht es durchaus Sinn, dass Leron diesen Befehl gegeben hat. Es gibt übrigens noch ein sehr spannendes Indiz dafür, dass es dieses Zusammenspiel gegeben hat. Cofanti war, das sage ich jetzt hier ohne negative moralische Bewertung, einfach als objektive Feststellung, Cofanti war ein begnadeter Demagoge. Also er konnte auf der Klaviatur der Propaganda hervorragend spielen. Er wusste es, mit welchem Publikum er es zu tun hatte. Und er erfand tatsächlich eine Geschichte, die er auch publizierte in einer seiner Zeitungen, übrigens einer deutschsprachigen Zeitung, nämlich der oberschlesischen, glaube ich, Grenzstimme hieß das damals. Diese Zeitung kam mit der Meldung heraus, dass die Alliierten sich geeinigt hätten auf eine für Polen negative Grenzziehung. Die zweite Meldung, die er brachte im Innenteil der Zeitung, lautete, dass die deutschen Industriellen sich zusammengeschlossen hätten auf einer Geheimkonferenz und beschlossen hätten, dass sie die Gruben fluten würden. So, jetzt haben wir nämlich beide Komponenten in diesen beiden Meldungen zusammengenommen, das nationale Element und das soziale Moment. Dass beide Meldungen sich widersprachen, denn warum sollten die deutschen Industriellen ausgerechnet in dem Moment beschließen, die Gruben zu fluten, wenn die Alliierten beschlossen hatten, das Industriegebiet bei Deutschland zu belassen? Das machte ja keinen Sinn, aber es wirkte propagandistisch eben enorm und löste dann auch diese große Zahl der Freiwilligen mit aus. Das war auch Kalkül. Und diese beiden Falschmeldungen nahm übrigens der französische Minister Briand zum Anlass, am 7. Mai in einer offiziellen Note an das Deutsche Reich zu erklären, dass die Deutschen für den Ausbruch des Aufstandes verantwortlich seien und nicht etwa die Polen, weil sie hätten ja mit ihren Falschmeldungen in deutschen Zeitungen diese Propaganda sozusagen in die Welt gesetzt und diese Reaktion ausgelöst. Briand wusste natürlich genauso gut wie jeder andere Eingeweihte, dass es sich um eine Cofanti-Zeitung handelte. Aber offiziell wurde es dann damit gerechtfertigt, dass man als Franzose oder als Franzosen nichts unternahm, weil die Deutschen dafür verantwortlich seien, dass der Aufstand ausgebrochen war. Also das spricht eben für diese enge Kooperation zwischen beiden und dafür, dass Cofanti zwar die Schlüsselfigur des Aufstandes gewesen ist, aber nicht der alleinige, sage ich mal, Erfinder oder Exekutator. Das ist eine hochkomplexe Situation. Wir können das nicht mehr so richtig vertiefen, aber Herr Wenzki würde da gerne noch entgegnen. Ja, Herr Ritze, Sie haben natürlich recht, dass ohne Erlaubnis oder Unterstützung der Franzosen und besonders General Henri Leront konnte der dritte Aufstand nicht anfangen. Ich denke aber, ob die Situation ein bisschen nicht mehr kompliziert ist, da eigentlich, und das können wir auch in polnischen Quellen finden, hatte die polnische Seite keine Sicherheit, dass die Frankreich wirklich Aufstand sich wünscht. Ja, wir wissen, dass Frankreich war der Hauptspieler der ganzen Sache. Die Frankreich hatte doch Interesse, um Oberschlesien von Deutschland abzutrennen und starkes polnische Staat zu bilden. Ist es aber so sicher, dass es war der Druck von Leron auf Cofanti, um Aufstand zu entfanden, sicher? Ja, es gibt noch zwei weitere sehr starke Indizien dafür. Das eine ist der Abschluss des geheimen französisch-polnischen Militärabkommen vom 18. März 21, also 3 Tage oder 2 Tage vor dem Plebiszit, wo eine enge Kooperation, Abstimmung der jeweiligen militärischen Aktivitäten vereinbart wurde. Und es war sicherlich nicht alleine
auf Sowjetrussland bezogen, diese Abstimmung der militärischen Aktionen, übrigens auch mit Waffenlieferungen und Logistik und so weiter, das wurde alles schon in diesem Abkommen geklärt. Das Zweite ist, dass es britische Quellen gibt. Also die Briten informieren, also ihre Londoner Regierung darüber, dass tatsächlich es enge polnisch-französische Abstimmungen gäbe und nach dem Ausbruch des Aufstandes gibt es eine Meldung aus Oppeln, also aus dem britischen Hauptquartier nach London, wo festgestellt wird, dass es völlig klar sei, dass der Hauptverantwortliche an dem Unternehmen Laurent sei. Also das ist natürlich jetzt auch nicht ganz hundertprozentig als Beleg zu sehen, weil die Briten natürlich ihre persönliche Perspektive da entwickelt hatten. Aber es spricht eben sehr vieles dafür, dass das ein abgestimmtes Vorgehen gewesen ist. Ich möchte nicht sagen, dass Laurent die Idee hatte oder dass es nur an Laurent lag. Ja, da kommen viele Interessen ins Spiel. Aber es ist kein Alleingang Cofantis, das ist sicherlich richtig. Und man muss eben, wenn man die französische Seite betrachtet, deren Motive eben auch berücksichtigen. Und das Fatale vielleicht, oder warum das ganze Unternehmen dann nicht so verläuft, wie sich die Beteiligten das gedacht haben, liegt dann daran, dass die nicht eingeweihten Briten und Italiener in der Abwesenheit Laurents die Grenze zum Reich öffnen für die Freikorps. Ja. Also im Prinzip dann ein Gleichgewicht der paramilitärischen Aktivitäten zulassen, ohne dass die Reichswehr offiziell eingreifen muss. Und dann haben wir ja die paradoxe Situation, dass Warschau sich distanziert von Cofanti-Unternehmen und sagt, das ist illegal, wir unterstützen es nicht. Und die deutsche Reichsregierung sagt, da mit den Freikorps haben wir gar nichts zu tun. Und gleichzeitig natürlich beide Seiten Logistik und Finanzmittel in diese paramilitärischen Aktivitäten ohne Ende investieren. Ja. Aber das erst bringt den polnischen Vorstoß dann zum Stoppen und am Ende zum Kippen. Der Schlacht am Annaberg wird von den Freikorps geführt und es sind relativ wenig Oberschlesier, die da kämpfen auf der deutschen Seite, sondern es sind vor allen Dingen Importe, also aus allen anderen Landesteilen, vor allem aus Bayern und dem Ruhrgebiet. Was aber daran liegt, dass die deutschen Selbstschutzeinheiten in den Städten relativ eng eingeschlossen sind und nicht rauskommen. Aber ohne diese Entscheidung der Briten und vor allem der Italiener, die Grenze zu öffnen zum Reichsgebiet, wäre das Unternehmen Dritter Aufstand wahrscheinlich innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen spätestens erfolgreich abgeschlossen gewesen. Ich würde darüber gerne noch diskutieren, aber Herr... Das werden wir noch bei der Konferenz... Zeigt Ungeduld. Genau, das werden wir sicherlich bei der Konferenz im Juni noch tun, weil das ja eine hochkomplexe Geschichte auch ist. Ich würde noch mal ganz kurz für die letzten 10 Minuten noch mal beide Personen in den Vordergrund wieder rücken, denn deren Leben verläuft... zunächst einmal nach 1922, nach der Teilung Oberschlesiens, ja, man könnte sagen, um das jetzt zusammenzufassen, positiv, sie sind auf dem höchsten Stand ihres politischen Wirkens. Ulitzka ist der ungekrönte König Oberschlesiens. Cofanti ist derjenige, der den industriellen Teil Oberschlesiens an Polen mehr oder weniger geschafft hat, anzuschließen. Aber 1926 ändert sich vor allem etwas massiv in der Vita von Cofanti. Es kommt zum Mai-Umsturz und dann zeigt sich eine Sache, die doch, wenn man sich damit jetzt nur, ich sag mal, relativ laienhaft auseinandersetzt, überrascht es vielleicht einen. Wieso ist Cofanti in großen Teilen der polnischen Politik und Gesellschaft verhasst? Er wird diffamiert, er wird angeklagt, teils haltlos. Er wird verfolgt, kann man sagen. Was ist der Grund, Herr Wenzki, dafür, dass Cofanti ab 26 sein Leben eine solch negative Wendung nimmt? Da er ein vielleicht sehr gefährlicher, sogar am gefährlichsten Gegner der Sanatia-Regime betrachtet wurde. Schon nach Teilung Oberschlesiens
im Jahre 1922 gab es einen Moment, wann Cofanty Kunta, polnischer Ministerpräsident, werden. Und nur die Aktion von Józef Piłsudski machte, dass er auf diese Pläne verzichten musste. Und das eigentlich schon 2022, das ist ein Anfang seines Untergangs. Da gerät mit Piłsudski später mit seinen Leuten in so starken, heftigen Konflikt, da es keine Möglichkeit gab zur Vereinbarung. Und nach dem Mai 1926 galt er immer noch für Sanacja als der Hauptgegner. Und dazu kommt auch nicht nur der Personalkonflikt mit Józef Piłsudski, aber auch mit seinem Mann in Oberschlesien, in Woiwodschaft Schlesien. Ich meine Michał Grażyński, mit dem Korfanty schon während des dritten Aufstandes in Konflikt geriet. Der Grażyński war der Mann, der Korfanty auf alle mögliche Weise, auf alle mögliche schrecklichste Weise bekämpfte. Da er ihm man kann eigentlich von dem Hass reden, aber auch noch Cofanty war dank seiner Charisma war vielleicht der gefährlichste Feind von Sanacja. Sie betrachteten ihn als so gefährlich, dass noch im 1939, also aus der Emigration, kurz vor dem eigentlich vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zurückkam, wurde er verhaftet und fast bis letzten Tage seines Lebens im Gefängnis in Warschau gehalten. Nur weil er sehr, sehr krank war, hat sich die polnische Regierung entschieden, ihn freizulassen nach ein paar Wochen. Korfanty starb. Naja, man kann das nicht anders bewerten als eine Schande. Eigentlich. Ja, dass der Mann, der so viel für Polen gemacht hatte, so von polnischen Regierung behandelt wurde. Ja, es ist ja tatsächlich seltsam, dass Korfanty ja dann für manche Kreise in Polen als deutschen Freund galt, weil er sich nach 22 für die Rechte der deutschen Minderheit auch in gewisser Weise einsetzte oder auch offen dieses aussprach. Wie unmenschlich dieses Sanacja-Regime auch in Polen war, ist vielleicht auch an zwei Sachen zu zeigen. Also er ist ja schon 1930 inhaftiert worden, ohne dass richtig eine Anklage auch erhoben worden ist. Danach ist er freigelassen worden mit 25 Kilo weniger, also auch im harten Gefängnis gewesen. Und als er 35 nach in die Tschechoslowakei geht, ins Exil, sein jüngster Sohn, glaube ich, der jüngste war es, erkrankt schwer. Und Cofanty wird nicht einmal die Möglichkeit gewährt, mit einem, seinen Sohn praktisch noch vor dem Tod zu sehen und noch nicht einmal der Beerdigung des Sohnes beizuwohnen, weil ihm offen gedroht wird mit der Festnahme. Herr Hitze, auf der anderen Seite haben wir Karl Ulitzka, bei dem es 1933 zu einer Situation kommt, die man sich in Oberschlesien niemals hätte vorstellen können. Ein hochangesehener Prälat wird von SA-Schergen geschlagen und misshandelt. Und damit fängt, spätestens damit fängt die schwierige Lebensphase, die letzten 20 Jahre im Leben von Karl Ulitzka an. Ja, zumal er nicht nur als Prälat geschlagen wurde, sondern als Reichstagsabgeordneter. Ja? Also er hatte noch alle Immunitätsschutzrechte eines Abgeordneten, was übrigens bis zum Reichspräsidenten ging damals, diese Geschichte. Und im Ausland tatsächlich zur Kenntnis genommen wurde. Warum erzähle ich das? Weil Ulitzka
bis 33 das Gesicht Oberschlesiens in Deutschland war. Der ungekrönte König, man nannte ihn so, weil er praktisch die uneingeschränkte Regierungsgewalt in der Provinz Oberschlesien hatte, ohne ein entsprechendes Amt eigentlich zu haben. Aber er zog die Fäden im Hintergrund, er vertrat die Region im Reichstag, auch international. Und vielleicht noch ein Wort zur Quelle seines Abstieges. Das ist eine verblüffende Parallele zu Korfanty. Ulitzka war in der Zeit des dritten Aufstandes Sprecher eines Gremiums, was aus den deutschen Parteien und Gewerkschaften gebildet wurde, der 12er-Ausschuss. Und da es keine deutsche Vertretung offiziell gab in dieser Zeit, das Kommissariat war aufgelöst, andere Strukturen gab es nicht, wurde er zum Sprecher der deutschen Interessen in Oberschlesien, damit auch zum Verhandlungspartner der Interelliten Kommission. Und hat in dieser Zeit internationale Bekanntheit errungen, vor allen Dingen auch in London, in Großbritannien und in Frankreich. Und seinem Vorgaben war es zu verdanken, dass die deutsche Seite, auch das Militär unter Karl Höfer, dem Oberkommandierenden des Selbstschutzes, sich auf einen Waffenstillstand eingelassen hat. Das heißt also, nach der Erstürmung des Annabergs kam es dann sukzessive zu einer Entflechtung der Kämpfenden und zu einer Wiederherstellung des Status quo vor Anfang des Aufstandes. Und diese Linie, die Ulitzka damals als Geistlicher, aber auch als Realpolitiker sozusagen entwickelt hatte, weil er sagte, wenn der deutsche Vorstoß weitergeht, wird es unweigerlich zum Krieg mit Frankreich kommen. Dieser Pragmatismus ist ihm als elender Pazifismus ausgelegt worden von der deutschen Rechten und als Verrat am Deutschtum und als übertriebene Polenfreundlichkeit. Das heißt also, der Vorwurf, den man Korfanty machte, er wäre zu deutschfreundlich, den machte man in Deutschland jetzt von Seiten der deutschen Rechten, Ulitzka sei zu polenfreundlich gewesen. Hinzu kam dann eine sehr liberale Minderheitenpolitik, für die Ulitzka stand, gegenüber der polnischen Minderheit nach 1922. Auch da eine durchaus eine vergleichbare Situation wie bei Korfanty. Und was auch nur ganz wenigen bekannt ist, es gab ab etwa 1930, 31 auch direkte Kontakte zwischen beiden. Und man hat sich damals verständigt über Eduard Pant, den Vorsitzenden der Deutschen Katholischen Volkspartei in Oberschlesien, gesamtoberschlesische Interessen zu vertreten. Nur Korfanty war damals nur noch ein Schatten seiner selbst, das haben wir gerade gehört, von seinem Einfluss her. Und Ulitzka war schon im Abstieg, im begriffen, bei gleichzeitigem Aufstieg des Nationalsozialismus. Das heißt, diese Kooperation kam zu spät. Sie ist trotzdem interessant, weil sie auch übrigens aus einer Quelle speiste, die auch oft übersehen wird. Korfanty war politisch gesehen Christdemokrat. Und die innenpolitischen, minderheitspolitischen und sozialpolitischen Vorstellungen von Korfantys Christdemokraten waren nahezu deckungsgleich mit denjenigen des Zentrums. Das heißt also, da ist noch eine ideologische Gemeinsamkeit zwischen beiden, die sich dann jenseits der nationalen Frage in praktischer Politik durchaus niedergeschlagen hat. Also beide haben die Konsequenzen ihres Handelns während der Aufstands- und Plebiszitzeit zu spüren bekommen, und zwar eben nicht so sehr von den damaligen Gegnern, sondern im Prinzip von den eigenen Leuten. Und das ist vielleicht auch typisch für ein oberschlesisches Schicksal im 20. Jahrhundert. Vielleicht noch ein Wort zur Inhaftierung von Ulitzka im KZ Dachau, Herr Hitzer. Ja, diese Inhaftierung, man muss dazu sagen, auch beide, es gibt noch eine weitere Parallele zwischen beiden Leben, nämlich das Exil. Ja. Bei Korfanty erzwungen und kürzer in der Tschechoslowakei, bei Ulitzka erzwungen und etwas länger in Berlin. Also die Ausweisung aus Schlesien. Warum ist er übrigens ausgewiesen worden? Weil er sich damals für den polnischen Gottesdienst engagiert hatte und da nicht zurückweichen wollte, was ihn dann die Ausweisung aus Ratibor eingetragen hat. Aber die Verhaftung 1944 ist, glaube ich, nicht zu sehen im Zusammenhang mit seinen vermeintlichen polenfreundlichen
Einstellungen, Aktivitäten, sondern weil er Kontakt hatte über Hans Lukaschek zur Gruppe des Kreisauer Kreises und damit auch zu Stauffenberg und dem 20. Juli, ohne da direkt involviert zu sein. Aber es gibt eine Notiz von ihm aus dieser Zeit, wo er schreibt, 20. Juli, meine Kenntnis von 1943. Das heißt, also er war wohl offenbar in die Vorbereitungen oder die Pläne des Attentats und Umsturzes eingeweiht, ohne eine aktive Rolle zu spielen. Es gibt eines der großen Rätsel der Widerstandsgeschichte, warum er zwar verhaftet wurde und nach Dachau gebracht wurde, aber warum ihm nie der Prozess gemacht worden ist. Im Gegensatz zu vielen anderen, auch aus Oberschlesien oder Schlesien stammenden Widerständlern. Das lässt sich nicht mehr klären. Er rechnete selber mit seiner Hinrichtung. Es war permanent für ihn Thema. Wunderte sich dann auch, dass ihm nichts passierte, in dem Sinne, außer der Verfrachtung nach Dachau. Er ist dann übrigens im Ende März 1945 entlassen worden. Er ist nicht befreit worden von den Amerikanern, sondern er ist entlassen worden in einer Aktion, die Himmler noch angeordnet hatte. Himmler hatte verfügt, dass alle reichsdeutschen katholischen Geistlichen aus dem KZ Dachau zu entlassen seien, weil Himmler hoffte, dass das dem Vatikan günstig stimmen würde in einer Vermittlungstätigkeit gegen die Westalliierten. Und so ist also Ulitzka tatsächlich noch 6 Wochen vor Kriegsende aus der KZ-Haft entlassen worden. Aber das, was er da bis dahin durchgemacht hat, ist sicherlich auch schwerwiegend und vergleichbar mit dem, was Korfanty erdulden musste in den 30er Jahren in Polen. Und Ulitzka kehrt ja auch nach Oberschlesien zurück, nach Ratibor, muss es aber verlassen, weil Drohungen auftauchen, die ihm, also er wird mit dem Tode bedroht und er verlässt Ratibor, er verlässt Oberschlesien, kehrt auch bis zu seinem Tod 1953 nicht mehr wieder zurück. Herr Wenzki, die abschließende Frage an Sie, also Korfanty wird heute sehr patriotisch erinnert in Polen, trotz eben dieser schwierigen Geschichte, die er auch selber als Person durchlebt hat, ist in diesen Erinnerungen in Polen auch Platz für die Geschichte Korfantys zwischen 26 und seinem Tod 39 oder wird das eher bagatellisiert beziehungsweise nicht in den Vordergrund gestellt? Naja, wir haben jetzt Jahrhundert Jahre von diesen Ereignissen, die Das ist eine lange Sequenz, da es gibt 1918, 19, 20, 21 und 22. Natürlich das mit entsprechenden Feierlichkeit sogar trotz Pandemie gefeiert werden. Diese Ereignisse am Unabhängigkeit Polens zugeführt hatten. Das macht natürlich die Situation auf diese Weise gerichtet, dass wir vor allem diese Ereignisse von vor 100 Jahren feiern. Und in diesem Kontext ist vor allem Korfanty in Polen jetzt betrachtet. Natürlich, es gibt immer noch Stimmen, dass sein Schicksal war schwer, war nicht solche alles das polnischerseits verdiente. Aber darüber spricht man ein bisschen weniger. Er tritt vor allem als Plebiszitkommissar, als Anführer der polnischen Kampf in Oberschlesien hervor. Aber das ist, ich sage nicht, dass es bagatellisiert ist. Es geht mehr um zu betonen, welche Rolle er als in Oberschlesien während der Aufstände spielte. Man kann sagen, dass er jetzt gehört zur Gruppe der Politiker, der polnischen Politiker, die als Founding Fathers der polnischen Unabhängigkeit gefeiert werden. Ja, seit 2 Jahren gibt es
endlich ein Denkmal von Korfant in Warschau, was besonders in Oberschlesien gut beobachtet wurde. Aber als gesagt, mehr Plebiszitkommissar, weniger Opfer der Sanationsregime. Okay, damit auch mit Blick auf die Zeit möchte ich es auch bewenden lassen. Also hochspannende Persönlichkeiten in der Geschichte Oberschlesiens im 20. Jahrhundert und mit vielen Parallelen, wie man auch sieht, mit vielen Ähnlichkeiten im Lebenslauf, auch in der politischen Einstellung, auch in der Weltanschauung. Und das bleibt ja häufig so oft ein bisschen wird zur Seite geschoben, diese Ähnlichkeiten. Und sicherlich ist es wert, sich mit diesen Personen auch auseinanderzusetzen, auch in der politischen Bildung und auch in der Beschäftigung mit Oberschlesien. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei unseren heutigen Diskutanten, Herrn Dr. Guido Hitze und Herrn Dr. Miroslav Wenski. Diese Veranstaltung wird auch im Nachhinein auf YouTube abrufbar sein, auf den Seiten des Oberschlesischen Landesmuseums. Und ich möchte noch einmal auf unsere Ausstellung aufmerksam machen, also zunächst einmal auf die Ausstellung Oberschlesien am Scheideweg, die sich eben mit der Volksabstimmung in Oberschlesien auseinandersetzt, aber auch mit unserer neuen Sonderausstellung im Oberschlesischen Landesmuseum Bewegte Leben, wo auch Karl Ulitzka und Wojciech Korfanty als Persönlichkeiten auftauchen und thematisiert werden. Was die Öffnung des Museums angeht, muss ich unser Publikum natürlich bitten, sich auf unseren Internetseiten auf dem Laufenden zu halten. Die Lage ist, wie sie ist. Herzlichen Dank für Ihr Zuschauen und ich würde mich auch freuen, wenn Rückmeldungen, Kommentare zu unseren Veranstaltungen von unseren Zuschauern kämen. Ich bin leicht zu finden im Internet. Meine E-Mail-Adresse ist leicht zu finden. Insofern Einladung auch an alle Kommentare auch zu geben zu unseren Angeboten an Sie. Herzlichen Dank, einen guten Abend, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen. Vielen Dank.